ist das Abenteuer ihres Lebens. Chrissy, Milena, Patricia und Sonja haben es ins Finale der Seastar Discovery Challenge nach Thailand geschafft. Dschungel, Dschunken, Dauerposing beim härtesten Model-Contest des Planeten. Seastar Girl zu werden heißt nicht nur gut aussehen, die Mädels müssen ihr Können auch unter Beweis stellen. Und das auch mal am Herd. Das ist mein erstes Mal, dass ich mich an die asiatische Küche traue. Ansonsten international, italienisch halt viel oder auch deutsch, aber thailändisch, nee. Wenn man regelmäßig den Pizzaservice anruft, muss man mit den Konsequenzen rechnen. Ja, es ist auf jeden Fall süß. Das sieht jetzt aus wie so eine Zuckerrübe. Ich glaube, wir machen hier einfach mal nach Pi nach Daumen. Ist ja Abenteuer hier, ne? Machen wir jetzt auch mal. Die thailändische Küche war früher vom Wasser geprägt. Es kamen größtenteils nur Wassertiere und Wasserpflanzen auf den Tisch. Japanische Einflüsse veränderten die Küche. Als die Missionare aus Portugal den Chili ins Land brachten, war die thailändische Küche neu geprägt. Es ist richtig scharf. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Milch rein und ein bisschen Zucker. Aber was? Es schmeckt. Ja, es schmeckt, aber es ist schon scharf. Am nächsten Tag wird es ziemlich gefährlich. Bei einem Unterwassershooting in 14 Metern Tiefe sollen die Mädels ganz ohne Beatmungsgerät tauchen. Das, was wir den Mädels jetzt abverlangen, ist schon eine psychische Herausforderung. Und ich bin erstaunt, dass eigentlich alle mehr oder weniger eingewilligt haben. Mal gucken, wie Sonja sich entscheidet, ob das noch so klappt. Aber wenn es hinhaut, denke ich mal, werden wir richtig tolle Bilder hinbekommen und bin begeistert. Abgesichert werden sie von den Sicherheitstauchern der deutschen Seabees-Basis. Sie versorgen die Nixen unter Wasser mit dem nötigen Sauerstoff. Ich habe schon ziemlich Angst davor, muss ich sagen. Und ich wollte es auch eigentlich nicht machen. Ich würde mich aber ärgern, wenn ich es nicht tue. Und ich habe mir jetzt meine Technik überlegt, wie es funktionieren könnte. Und werde das jetzt auf jeden Fall versuchen. Das Shooting entpuppt sich als nicht so einfach. Auch Chrissy aus München hat so ihre Probleme. Ich habe am Anfang wirklich Angst gehabt. Aber jetzt ging es dann. Also umso öfter ich es mache, umso mehr Routine kriege ich rein, umso mehr bin ich es gewohnt und kann es halt dann noch länger machen. Und jetzt zum Schluss hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Es ist richtig geil, da unten auf diesem Elefanten zu liegen. Man merkt zwar, wie diese Strömung einen so ein bisschen durch das Wasser treibt, aber ich war so ruhig. Und wenn man richtig ruhig bleibt und sich wirklich da unten entspannt und die geben einem die Kommandos, die sagen einem, ist alles okay, ruhig, und wenn man Luft braucht, 2 Sekunden, dann ist die Luft da. Und es war wirklich, wirklich richtig. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Richtig geil. Aber auch Fotograf und Veranstalter Martin Helmers ist zufrieden. Das ist toll, was dabei. Der Aufwand hat sich gelohnt. Dieses ganze Gerödel, was wir hier auf mit den ganzen Leuten, was wir hier also wirklich auf die Beine gestellt haben. Und bin gespannt, wenn ich die Kamera auspacke, was wir dabei haben. Am nächsten Tag wird es ernst für die Models. Im Twin Palms Hotel am Surin Beach wird Martin Helmers heute das Seastar Girl 2013 ausrufen. Mir ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen schlecht und die Nervosität steigt auf jeden Fall. Ich will jetzt endlich, dass wir es wissen, weil diese Spannung ist unerträglich. So langsam, wo es kurz vor der Verkündung ist, gehen mir auch schon ein bisschen die Muffins aus. Ich will gewinnen und ich habe alles gegeben und ich hoffe, es hat gereicht dazu. Dieser Gang ist nicht gefährlich, aber der wohl schwerste für die Mädels. Wir kommen zum Finale eurer Abenteuer-Fotoshooting-Reise hier durch Thailand. Es war toll, wir haben tolle Bilder gemacht und darauf möchte ich jetzt zunächst mit euch erstmal anstoßen. Wir haben natürlich eine Kandidatin von euch, die sich besonders hervorgehoben hat, die sich extrem gesteigert hat, die langsam angefangen hat, über ihren Schatten gesprungen ist. Sie ist über sich hinausgewachsen und hat also wirklich eine tolle Leistung gebracht. Und das Seastar Girl 2013 ist Milena. Eine Siegerin, die es nicht fassen kann. Das reicht nicht, aber ich kann es nicht sagen. Ich
saß zu Hause, als ich da zur Qualifikation eingeladen wurde und weiß nicht, das war alles so weit weg und jetzt stehe ich hier und habe das gewonnen und es ist alles so, ich weiß nicht, total fertig irgendwie gerade, ja. Es war ein aufregender Trip in ein aufregendes Land, doch am Ende kann nur eine den Titel mit nach Hause nehmen. Milena wird am 19. Januar auf der Boot Düsseldorf am Stand des Tauchausrüsters Maris erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und eine hoffentlich steile Karriere im Model-Business beginnen. Wir wünschen ihr auf jeden Fall alles Gute.